Ja, herzlich willkommen beim nächsten Teil meines Let's Plays, das schwarze Auge, die Schicksalsklinge. Wir sind bereits im zweiten Stockwerk der Zwingfeste angekommen und haben bereits einige Räuber erledigt. Und Flint hat sich in der Zwischenzeit auch schon einen Satz Dietrich besorgt, den er auch fleißig hernimmt, um die einzelnen Truhen und verschlossenen Türen zu öffnen. Ja, und hier sind wir anscheinend in den Hauptraum der Räuber eingebrochen. Mal sehen, ob wir uns dieser Masse an Gegnern auch erwehren können. Ja, und der Ausrüstung sollte es eigentlich nicht scheitern. Ja, Attacke, glaube ich, werde ich hier mal nahe des Ausgangs halten, damit sie fliegen kann, wenn es notwendig wird. Ich muss jetzt auch mal schauen, dass ich meine Kämpfer einfach mal ein bisschen buffe. Ich glaube mit Veränderung. Nee. Verwandlung. Nee, wo war der? Der Axelratus. Was? Bewegung? Ah ja, genau. Mit dem Axelratus Blitzgeschwind, den ich ja, glaube ich, schon mal hergenommen habe, kann ich meine Charaktere beschleunigen. Und dadurch kriegen sie mehr Bewegungspunkte, ich glaube auch einen Attacke-Bonus und dürfen auch zweimal zuschlagen pro Runde. Was natürlich schon eine feine Sache ist, vor allem wenn man hier einer Übermacht an Gegnern gegenübersteht. Alariel beschleunigt Flint nochmal. Ja, funktioniert auch. Ah, der Lump schießt mit dem Bogen. Ja, machen wir mal ein kleines Schießduell. Ja, ansonsten geht Reistlin hier auch ans Spielfeldende. Nicht, dass er noch irgendwie getötet wird. Also das ohnmächtig Schlagen vom letzten Kampf reicht ihm noch. Ja, der Hauptteil der Räuber hat auch meine Kämpfercharaktere umstellt. Und das will man eigentlich auch. Denn die tragen ja auch die größte Rüstung. Ja, und da haben wir den ersten Räuber schon erledigt. Und dann würde ich sagen, machen wir mal weiter mit dem hier. So, jetzt zeig mal, was du kannst. Alariel
zeigt dem Räuber mal, wie man richtig Bogen schießt. Und dann servieren wir mal diesen Räuber hier ab. Ah, jetzt hat er mir doch den Weg versperrt. Ja, dann hauen wir den um, auch kein Problem. Ein Feld entfernt, also da kann man eigentlich nicht vorbeischießen, möchte man meinen. Also nicht, dass ihr jetzt denkt, Zauberer und Druiden können gar nichts, weil ich die so aus dem Kampf heraushalte. Aber es ist einfach so, auf dieser niedrigen Stufe, da haben die einfach noch so schlechte Zauberwerte, dass die mit ihren Beherrschungssprüchen eigentlich noch gar nicht durchkommen, beziehungsweise die Schadenssprüche verursachen einfach noch zu wenig Schaden. Und deshalb muss ich die magischen Charaktere einfach so die ersten, ja, 2-3 Stufen aus dem Kampfgeschehen heraushalten. Ist, glaube ich, besser, als wenn ich Dukaten um Dukaten beim Heiler dann ausgebe, beziehungsweise im Tempel, um die Charaktere wieder zu erwecken, wenn sie erschlagen wurden. Ist einfach zeitraubend und das will ich euch wirklich nicht antun. Ja, 9 Schadenspunkte beim Räuber. Ja, und jetzt ist er schon so verzweifelt, dass er in den Nahkampf geht. Wolfgeier schlägt den nächsten. Ja, läuft wirklich gut, muss ich sagen. Zieht auch gleich nach und erledigt den nächsten. Ja, und da nehmen wir mal den aufs Korn. Ja, das Gute an diesem Axelratus ist, dass man zweimal attackieren darf, während ja ein normales Modell nur einmal parieren darf. Also ein Schlag kommt dann auf alle Fälle durch. Ja, die 7 Schadenspunkte reichen immer noch nicht, um den Möchtegern-Fernkämpfer der Räuber zu Boron zu schicken. Ja, aber ihr seht schon, wenn wir die Charaktere nicht optimal ausrüsten, dann wären die Kämpfe hier ziemlich schnell vorbei. Denn ihr seht ja, was der Räuber hier bei Alariel schon an Schadenspunkten verursacht, obwohl die eigentlich eh jetzt Lederrüstung trägt. Bis zum Abwinken.
Ja. Während die Räuber eben bei unseren Blechdosen immer nur ein oder zwei Schadenspunkte durchbringen. Also da ist schon ein Unterschied zwischen der keiner Rüstung, Lederrüstung und Metallrüstung. Ja, Josefa wird von mir schnellstmöglich einen Zweihänder kriegen, einfach um den Schadensoutput etwas zu erhöhen. Dadurch kann sie zwar kein Schild tragen, aber der werden wir dann eh einen Schuppenpanzer gönnen. Im Laufe dieses Abenteuers. Und dann wäre dieses Manko wieder ausgeglichen vom Rüstungsschutz her. Ja, und endlich trifft auch dieser Räuber in Borons Hallen ein. Ja, aber meine Kämpfercharaktere prügeln sich eigentlich eh für Stufe 1 ziemlich souverän durch diesen Räuberhaufen, muss ich sagen. Ja, der, glaube ich, hat sich jetzt selber verletzt. Ebenso wie der. Ja, dann leistet Alariel doch Flint gleich mal etwas Schützenhilfe. Ja, also Alariel gefällt mir als Fernkämpferin sehr gut. Also zeigt eigentlich durchgehend eine souveräne Leistung. Ja, Flint, glaube ich, kommt allein auch recht gut zurecht. Da helfen wir lieber mal der Josefa. Der Typ hat schon genug. Der auch. Da war es nur noch einer. Ja, Alariel wechselt mal zum Rapier, damit sie nicht immer die wertvollen Pfeile verschießen muss. Denn dem einen werden wir hier auch so noch her, denke ich mal. Und der entkommt uns nicht, deshalb umstellen wir ihn hier mit allen vier Helden. So, das reicht. Ja, was haben wir hier? Eine Ohrnase nehmen wir auf alle Fälle mit. Einen Goldschmuck nehmen wir mit.
Ja, Wein und Bier lassen wir hier. Einen Schlüssel. Der Rest ist eigentlich uninteressant. 6 Dukaten haben uns die Räuber freundlicherweise hinterlassen. Gut. Und dann ja, ich habe doch vorhin hier eine. Ah, da ist eine Truhe, die Flint auch gleich gierig öffnet. Ja, und die zwei Heiltränke nehmen wir selbstverständlich sofort an uns. Ja, dieses Gangstück wird wohl seit langer Zeit nicht mehr benutzt. Das weckt natürlich Flints Neugier. Die Tür von euch ist mit schweren Balken verrammelt. Außerdem sind seltsame Schutzrunen in den Boden und die Wände gekratzt. Auch die Dämonenfratzen in den Nischen scheinen der Abwehr größeren Übels zu dienen. Ihr habt die Räuberhöhle ausgeräuchert und damit euren Auftrag erfüllt. Dramosch wird zufrieden mit euch sein. Ja, Raistlin bemerkt auch noch, dass diese Dämonenfratzen sicherlich nichts Gutes bedeuten und dass wir uns hier wohl nicht weiter wagen sollten. Denn wer weiß, welches Übel hier unten in den unteren Etagen haust. Ja, Flint entdeckt allerdings hier in der Wand eine Geheimtüre. Und eine Truhe. Ja, den Goldschmuck, den Silberschmuck, ein Singspiegel. Naja, nehmen wir mal mit. Auch die Robe. Außerdem finden wir einen Plan dieser Höhlenetage sowie 103 Dukaten. Das ist natürlich fein. Ja, das soll auch jetzt mal reichen, denke ich. Oder. Ah, gehen wir hier noch hoch. Schauen wir uns noch die anderen Räume an. Naja, oder auch nicht. Also bevor wir uns hier durch tausend einzelne Piraten und Räuber noch prügeln dürfen, glaube ich, gehen wir dann wieder hoch. Die Ausrüstung, die wir in der Waffenkammer da noch gefunden haben, vorhin, also in dieser Truhe, die werden wir noch mitnehmen. Aber das soll es dann hier gewesen sein. Ist ja sozusagen eh nur der, ja, der Start-Dungeon, in dem wir die ersten Kämpfe bestreiten können, um uns dann auszurüsten. Und ja, also Hintergrund- oder storytechnische Neuheiten braucht ihr in diesem Dungeon eh nicht zu erwarten. Also wenn wir eine höhere Stufe erreicht haben, werden wir sicherlich zurückkehren. Einfach um diesen Gang zu erkunden, der hier mit diesen Dämonenfratzen verziert war. Aber zum momentanen Zeitpunkt, glaube ich, reicht's. Ja, genauso wie diesem Pirat, dem reicht's auch. Bin ich jetzt richtig? Ja. Und so treten wir den langen Marsch durch die blau gefliesten Gänge an, nachdem wir dem Auftrag von Meister Dramosch nachgekommen sind. Ja, die Schwerter werden wir mitnehmen, die Kriegsbeile und auch die Säbel.
Ja, ich hoffe nur, dass ich nicht wieder von irgendwelchen Piraten überrascht werde. Denn sonst kann ich mich wahrscheinlich nicht mal verteidigen und muss die guten Waffen wegwerfen. Ich glaube, das reicht. Geschafft, der rettende Ausgang. So, und dann wollen wir gleich noch mal bei Meister Dramosch vorbeischauen. Ja, und er empfängt uns auch schon. Ich wusste doch, dass man sich auf euch verlassen kann. Hier sind die versprochenen 50 Dukaten. Und jetzt erzählt mal, was ihr da unten so alles erlebt habt. Dramosch bittet euch in die große Halle und lässt mehrere Fässer Bier und ein ordentliches Essen auffahren. So vergeht der Abend und am Morgen seid ihr sowohl ziemlich betrunken, als auch sicher einen neuen Freund gefunden zu haben. Ja, es dämmert schon. Es wird immer finsterer und dunkler. Wie spät ist's? 20 Uhr. Ja, wir beschließen noch einen kleinen Abstecher in die Taverne zu machen. In den betrunkenen Kaiser. Wir essen etwas und wir sprechen auch gleich noch den Wirt an. Nachdem ihr die Tür hinter euch geschlossen habt, kommt ihr nur noch mit Mühe vorwärts, denn die Taverne ist gerammelt voll. Aus den verschiedensten Ecken vernehmt ihr laute Gesprächsfetzen und das Geräusch aneinanderstoßender Bierkrüge. Es ist ungemütlich heiß und die Luft ist zum Schneiden. Der Wirt hat alle Hände voll damit zu tun, die vor der Theke sitzenden Gäste zu bedienen. Da es keinen freien Hocker mehr gibt, stellt ihr euch an die Theke. Der Wirt schaut euch fragend an. Womit kann ich euch dienen? Ja, und da wir nun unser erstes Abenteuer eigentlich ohne größere Blessuren überstanden haben, beschließt Flint laut auszurufen: Eine Runde für alle! Der Wirt klopft kräftig mit einem leeren Holzbecher auf die Theke. Habt ihr gehört? Die Reisenden hier geben einen aus. Die Schankmaid eilt sofort hinter die Theke und macht sich daran, eine Reihe von Krügen und Bechern zu füllen. Das macht 60 Silbertaler, sagt der Wirt, der sich euch wieder zugewendet hat. Wir sind spendabel und einen für euch, guter Mann. Habt Dank. Gut zahlende Kunden wie euch weiß ich zu schätzen. Der Wirt streicht das Geld ein, hebt einen Krug in die Höhe und ruft laut in den Schankraum: Ein dreifaches Prosit auf die Spender! Die übrigen Gäste stimmen ein, Umstehende klopfen euch wohlwollend auf die Schulter und stoßen mit euch an. Nach und nach füllt sich die Taverne. Ja, obwohl sie eigentlich eh schon ziemlich voll war. Vier Reisende sind gerade eingekehrt und haben an der Theke Platz genommen. Der Wirt hat inzwischen Besseres zu tun, als Krüge zu sortieren, denn an der Theke ist jetzt doch etwas mehr los. Ja, wir vergnügen uns noch etwas weiter an der Theke. Ja, und wir haben eine kleine Frage oder auch nicht. Ja, der Wirt weiß aber, im alten Uckdalf ist jetzt eine Akademie. Ich habe gehört, die hätten letztens einige Schwierigkeiten gehabt. Nur zum Beispiel. Aber ob euch das weiterhilft, weiß ich natürlich nicht. Ja, wir bringen den guten Mann auf den neuesten Stand und erzählen ihm, dass wir dort eben dieses Räubernest, das sich da unten befunden hat, ausgeräuchert haben. Ja, und wir verlassen die Taverne, denn die letzte Stunde ist angebrochen. Und Atakwe hat einiges über den Durst getrunken, aber sie wird von Wulfgar gestützt. Und ja, wir beschließen jetzt doch noch im Gasthaus Effertstrunk einzukehren und unseren Rausch auszuschlafen.
Ja, unsere Blessuren sind versorgt. Nur einige kleinere Narben bleiben zurück. Ein paar Schnittwunden, ein paar Kratzer. Und ja, wir beschließen auch schnellstmöglich, unsere erbeuteten Waffen wieder loszuwerden bei unserem Stammwaffenhändler Grollo. Und dann wird es eh schon Zeit, sich auszurüsten für die Wildnis und für einige längere Reisen. Denn wir haben ja vom Hetman Tronde unsere erste Kontaktperson genannt bekommen, nämlich Isleif Olgatsson in Felstein, der ja etwas mehr über Hügelig zu wissen scheint. Ja, falschen tun wir jetzt mal nicht. Ja gut, hier das Rapier behält Alariel als Zweitwaffe. Die Armbrust. Nee, die behalten wir auch noch. Die geben wir dann Flint. Denn Zwerge hantieren ja auch gern mit Armbrüsten rum. Ja, und auf das gute Stück hat er eigentlich ein Auge geworfen. Und da wollen wir die Armbrust nicht verkaufen. So. Den Schmuck, den lassen wir dann einfach beim Händler, wenn wir wieder zu einem kommen. Ja, was brauchen wir noch an Ausrüstung? Josefa übergibt auf alle Fälle ihr Lederzeug an Alariel, das sie anlegen wird. Das Lederzeug. Ja, Rüstungsschutz 5, also recht viel höher werden wir jetzt da in diesem Teil der Nordland-Trilogie nicht kommen. Flint wird sein Lederzeug verkaufen. Und wird dafür einige Kettenteile kaufen. Ja, mit 250 Dukaten, da lässt sich schon etwas mehr arbeiten. Deshalb drei Kettenzeuger sowie einen Eisenhelm. Krötenhaut, Lederharnisch, ja, Krötenhaut. Ja, das Blöde ist jetzt auch, dass wir hier keine Spielwerte angezeigt kriegen von den einzelnen Rüstungsteilen. Ja, daher werde ich jetzt auch bei dem bleiben, was ich kenne vom Pen and Paper Rollenspiel her. So, ja, Josefa hat jetzt einen Rüstungsschutz von 10. Was ganz gut ist. Für Stufe 1 zumindest. Ja, den Spiegel und die Robe übergeben wir mal an Reistlin. Ich glaube, der kann die besser gebrauchen. Ja, vielleicht kann er jetzt diesen Topfhelm tragen, Wolfgar. Ja. Rüstungsschutz 9 ist auch ordentlich. Ja, Flint ist deutlich überladen. Deshalb werden wir den Goldschmuck auch verteilen.
Also wie gesagt, mit dieser Lastengrenze, das ist für eine Stufe 1 Heldengruppe wirklich ein ziemlicher Schlauch. Ja, und ich schau mal, ob hier die Attacke in den Lederhelm tragen kann vielleicht. Ah, Attacke ist immer noch betrunken. Ah, die kann sogar einen Lederhelm tragen. Schau einer an. Ja, da könnte ich doch direkt mal schauen, ob sie nicht vielleicht sogar eine Krötenhaut anziehen kann. Eine Krötenhaut und vielleicht, ja, Lederzeug glaube ich, habe ich eh noch. Ja, schau her. Und? Ah, verdammt. Geht also nicht. Ja, dann werden wir es wohl verkaufen müssen. Vielleicht kann sie ja das Lederzeug tragen. Ja, Lederzeug geht. Ja, aber warum die Krötenhaut dann nicht? Dann verkaufen wir es eben wieder. Auf alle Fälle kriegt sie einen Dreschflegel. Hemd kann sie nicht. Hemd hat sie schon. Vielleicht einen Waffenrock. Probieren wir mal. Waffenrock. Ja, und sechs Stiefel. Denn in der Wildnis tragen wir lieber Stiefel als Schuhe. Die halten einfach mehr her. Ja, und ich hoffe, meine Ausrüstungsepisoden hier langweilen euch nicht zu sehr. Aber gerade für den Anfang hilft es einfach nicht. Da muss man seine Stufe 1 Helden einfach optimal ausrüsten. Ja, zumindest einen Waffenrock kann sie tragen, die Adakwe. Damit kommen wir auf einen Rüstungsschutz von 4. Der ist in Ordnung für eine Magiekundige. Ja, hier. Was ist das? Das ist eine Robe. Und was trägt er hier? Auch eine Robe. Macht den Unterschied im Rüstungsschutz? Nee. Sieht einfach besser aus. Ja, dann bleiben wir auch bei der Robe hier. Sinnspiegel. Ja, und Reistlin schaut sich mal den Spiegel hier an. Und zwar ist das ein Hellsichtsspruch. Der Udem Arcanum. Leider misslungen. Na dann, lassen wir es mal. So. Flint kriegt noch einen Schuh. Einen Stiefel. Wir brauchen noch welche. Ich glaube, ich war eh nur Alariel. Habe ich einen zu wenig gekauft?
So, dann verkaufen wir noch alles, was wir nicht mehr brauchen. Sprich die Schüchen. Ach komm, die Armbrust. Kann er auch haben. Ebenso die Bolzen. Adakves letztes Hemd kriegt er auch noch. Die Schüchen. Ja, ich darf jetzt dann nur nicht vergessen, dass ich à l'Ariel auch noch Stiefel kaufe. Beim Krämer. Ja, und mit einem freundlichen Gruß verlassen wir den guten Grollo. Ja, und damit suchen wir auch unseren Stammkrämer auf. Der uns hoffentlich einen guten Preis macht für diese ganzen Silber- und Goldschmuckteile. Ja, 14 Dukaten ist schon mal recht gut. Josefa kann sogar noch etwas mehr rausfälschen. Ja, den Schlüssel lassen wir ihm auch hier. Die Heiltränke behalten wir selbstverständlich. Den Silberschmuck kann er haben. Ja, ansonsten. Ja, hier haben wir noch ein paar Goldanhänger. Das Bier brauchen wir auch nicht mehr, nimmt auch nur wertvollen Platz weg. Ja, diesen Spiegel, ich weiß nicht, könnte der magisch sein? Ah, braucht kein Mensch. So, und dann decken wir uns noch mit einigen Sachen ein, die das Leben in der Wildnis um einiges einfacher machen. Zum Beispiel eine Fackel, falls Raistlin wieder mal ohnmächtig wird. Ja, Trinkkönner brauchen wir nicht, Proviant brauchen wir nicht. Wasserschläuche haben wir, Decken sind nicht verkehrt. Ebenso Essbestecke. Ja, ein Seil. Ich gehe jetzt mal nicht davon aus, dass Raistlin seinen Stabzauber durchbringt. Also nehme ich auch mal ein Seil mit, so wie ein Zunderkästchen. Ja, Essgeschirr. 1, 2, 3, 4. 5, 6 ist ja auch obligatorisch. Alchemie-Set. Ja, wir haben eigentlich genug Geld. Ja, Kristallkugel, Alchemie-Set. Ja, brauchen wir jetzt noch nicht. Bin ich jetzt ein bisschen geizig. Aber Josefa versucht für diesen Kauf noch etwas herauszufälschen. Was wieder mal nicht gelingt. Also an dem Talent darf ich noch schrauben. Da darf ich noch deutlich schrauben. So. Ja,
Schauen wir mal, ob der Waffenstand noch Stiefel hat für die Alariel. Nur Schuhe. Auch gut. Dann eben nochmal zu Grollo. So, Stiefel. Wir fälschen diesmal nicht. Ja, die Heiltränke, die werden wir jetzt mal an die Krieger verteilen. Ja, oder auch nicht. Ach so, ja. Ich darf jetzt erstmal das ganze Essbesteck und Zeug verteilen. Halt. So, dann kriegt Raistlin das Essgeschirr. Das Essbesteck. Eine der Decken. Ja, und er nimmt auch gleich noch das Seil, da was ziemlich schwer ist und er eigentlich eh nichts an Rüstung mit sich rumschleppen muss. Attacke hat Essgeschirr, dann kriegt sie auch noch das Essbesteck. Und das Zunderkästchen. Und übergibt im Gegenzug dafür an Alariel die Stiefel, die immer noch nichts nehmen kann. Eieiei. Kann sie das wenigstens nehmen? Auch nicht. Ja, und ich werde jetzt, also diesen Hammer und das Brecheisen von Flint, die werde ich jetzt einfach mal wegwerfen. Ich weiß jetzt zwar nicht, wie die zu Buche schlagen, ja gut, das Brecheisen war ziemlich schwer. Aber ich muss hier, wie gesagt, das einfach jetzt mal ein bisschen verteilen. Denn Essgeschirr und Essbesteck brauchen die Helden einfach, damit sie in der Wildnis überleben und ihre Suppe dann nicht mit der Hand löffeln müssen. Deshalb werde ich hier auch die Nase mal austauschen und den Streichkolben wegwerfen. Reistling kriegt eine Decke. Adakwe kriegt eine Decke. Josefa auch. Oder hat sie schon eine? Noch keine. So. Dann übergeben wir das hier noch. Wulfgar. Ja, ihr seht schon, wie kompliziert und unkomfortabel die das Ganze programmiert haben. Ändert sich alles im zweiten Teil, kann ich euch versprechen.
So, jetzt wenn Alariel auch noch die Decke tragen könnte hier, dann wäre ich da schon ziemlich dankbar. Nein. Was kann sie abgeben? Den Schild. So, aber jetzt. Gut, wir haben insgesamt schon 50 Abenteuerpunkte gesammelt. Ich werde also jetzt noch in den Travia-Tempel gehen. Ich werde hier noch speichern. Torwall. Denn in den Tempel kann man speichern, ohne Abenteuerpunkte zu verlieren. Wenn ich irgendwo anders speichere, verliere ich jedes Mal einen Abenteuerpunkt. Und in der nächsten Episode werden wir dann nach Feldstein aufbrechen, um den guten Isleif Olgersson zu suchen, der uns vielleicht etwas mehr über Hügelig erzählen kann. Also, dann bis zur nächsten Episode.